Jetzt gilt es also, meine Damen und Herren, der DAX muss seinen Ausbruch von Mitte der Woche verteidigen. Das heißt, er sollte nicht zurückfallen unter 10.100 Punkte. Und momentan sieht es richtig gut aus. Wir folgen den guten Vorgaben aus Amerika und aus Fernost. Und der DAX startet im Plus. Heute Nachmittag gibt es noch ein wichtiges Datum aus den USA, und zwar den Auftragseingang der langlebigen Wirtschaftsgüter und eine Diskussion zwischen Ben Bernanke und Janet Yellen, also amtierende Chefin und Vorgänger. Und Anleger hoffen natürlich auf Signale über die nächste Zinserhöhung, über das Tempo der nächsten Zinserhöhung. Zwei Werte werden ex-Dividende gehandelt heute, und zwar einmal die Telekom, da geht es 55 Cent Abschlag, und die Arealbank 1,65. Wir schauen auf den Ölpreis. Brentöl ist nämlich heute Morgen zum ersten Mal seit fast 7 Monaten über 50 US-Dollar notiert. Grund ist unter anderem ein relativ deutlicher Rückgang der US-Rohöllagerbestände. Da hatte man erwartet, minus 2,5 Millionen Barrel, und 4,2 Millionen Barrel ist es hier zurückgegangen. Ja, und letztendlich auch das amerikanische Leichtöl Richtung 50 Dollar unterwegs. Und vielleicht ein paar Daten. Im Januar standen wir beim Öl bei unter 30 und vor 2 Jahren bei etwa 115 Dollar. Also da ist sehr viel Bewegung drin. Viel Bewegung auch bei Hewlett-Packard, der Hersteller von Druckern und klassischen PCs, leidet unter einer Flaute. Das ist ja im Prinzip schon bekannt. Jetzt gab es dann offizielle Zahlen. Gewinn und Umsatz 11% rückläufig. Das war sicherlich nicht die Überraschung, aber der Gewinn, 660 Millionen, war dann doch etwas besser als erwartet oder befürchtet. Grund ist ein relativ aggressives Sparprogramm, was man bei Hewlett-Packard fährt. 3000 Stellen sollen schon in diesem Jahr abgebaut werden. An der Börse kommt das gut an, die Aktie geht 2% ins Plus. Und dann gibt es noch Analystenurteile. Einmal die Baader Bank, die hat die Vorzugsaktien von Volkswagen hochgestuft, von Verkaufen auf Halten, Kursziel 135. Da sind wir momentan auch bei der Aktie. Und noch besser sieht es aus bei der Aktie der Münchner Rück. Goldman Sachs haben hier gleich um 2 Stufen nach oben geschraubt, von Verkaufen auf Kaufen. Das neue Kursziel hier 200 Euro. Wenn wir schon über Zahlen sprechen, habe ich noch ein paar Zahlen für Sie. Der DAX heute richtig gut unterwegs. 10.230 Punkte um 9.30 Uhr. Ein Plus von 0,2%. Vorgabenseite der Dow Jones freundlich. Der Euro etwas fester, und Goldpreis geht es auch 0,5% nach oben. Und den amerikanischen Markt. Chancen und Risiken am amerikanischen Markt. Darüber spreche ich heute mit dem Professor Hendrik Wolf von Wolf und Hecker Finanz Consulting. Wie Sie sich am besten aufstellen auf dem amerikanischen Markt, das verrät er Ihnen hier im Interview bei Börse Stuttgart TV.